Hallo, herzlich willkommen zur Sendung mit der roten Maus. Heute wieder draußen, weil das Wetter so wunderbar ist. Ich habe mir einiges vorbereitet. Es ist ein bisschen windig, da wird mir zwischendurch einiges rumflattern. Ja, worum geht es heute? Zunächst nenne ich wieder einige Zuschriften, die ich erhalten habe und auch Kommentare, weil ich die für vorlesenswert halte und vor allen Dingen sie auch eine Brücke schlagen zu ein, zwei Themen, die ich ansprechen möchte, zum Beispiel die Einlagensicherung bei den Banken. Das habe ich im letzten Video am Rande erwähnt und dazu kamen einige, wie ich denke, durchaus wichtige Hinweise. Wir schauen dann natürlich auch auf die Notenbanken, die Aktienentwicklung und auch Gold- und Silberentwicklung. Und ich werde auch kurz noch was zum Platin sagen. Einige politische Alltagsinformationen werde ich noch an der einen oder anderen Stelle mit einflechtern. So, schauen wir mal kurz in die Kommentare und in die Zuschriften. Also hier schrieb ein Zuschauer, vielleicht bekommt man die bis zu 100.000 Euro, denn ich habe darauf hingewiesen im letzten Video, dass die Einlagensicherung für Bankkunden bezogen auf Girokonten, Sparguthaben 100.000 Euro beträgt. Also er schreibt, vielleicht bekommt man die bis zu 100.000 Euro, wenn eine Bank pleite geht, vielleicht auch, wenn mehrere pleite gehen. Die Frage ist aber, wann man das Geld endlich bekommt und was es dann noch wert ist. Also er bezieht sich hier auf eine Bank. Er sagt, wenn eine Bank pleite geht, dann mag es sein, dass man sein Geld noch bekommt, wobei dann keiner weiß wann. Ja, damit trifft natürlich der Zuschauer den Nagel auf den Kopf, denn wenn eine Bank pleite geht, dann können solche Sicherungsmaßnahmen natürlich reichen, auch bei ein paar. Aber wenn viele Banken pleite gehen oder möglicherweise sogar alle, dann wird es natürlich kritisch. Und eine erste Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist, ja, gibt es denn überhaupt aktuell Bankpleiten? Ja, vor 2-3 Tagen erst ist eine Bank pleite gegangen im Burgenland Österreich. Das ist natürlich bei uns kaum transportiert worden. Und zwar die Kommerzialbank Mattersburg. Die Finanzmarktaufsicht, die FMA in Österreich, hat der Kommerzialbank Mattersburg alle Hähne abgedreht. Die kleine Regionalbank musste ihren Betrieb einstellen, mit sofortiger Wirkung. Der Landeshauptmann Doskozil sagte, an einen Fortbestand ist in keinster Weise zu denken, die Bank ist zu liquidieren. Viele Unternehmen und Privatpersonen würden durch den Bilanzskandal höchstwahrscheinlich am Ende des Tages sehr viel Geld verlieren. Ja, er benennt dann noch ein paar, die hier Geld verlieren werden, aber es wird ihm gleichzeitig auch auf die Einlagensicherung hingewiesen, aus der sich eben ergibt, dass bis 100.000 Euro ausbezahlt werden muss an die Bankkunden. Also Bankpleiten gibt es, das ist jetzt natürlich erstmal nur so eine kleine Bankpleite, die keine Krise wirklich auslöst und da wird man schon davon ausgehen können, dass das in Österreich auch zugunsten der Sparer allerdings nur bis zu 100.000 Euro vernünftig abgewickelt wird. Es betrifft aber eben eine kleine Bank. Ein weiterer Zuschauer schreibt, wichtig, Statut des Einlagensicherungsfonds, Bundesverband Deutscher Banken, er benennt dann die Adresse, Zitat, ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Auf Deutsch, der Einlagensicherungsfonds kann leisten, muss aber nicht. Es gibt keine Möglichkeit zu verklagen, wenn die 100.000 Euro weg sind. Ja, und dazu habe ich nun ein bisschen reingeschaut in dieses Gesetz und habe eine kleine Zusammenfassung gemacht. Also grundsätzlich ist es mal so, dass Bankeinlagen innerhalb der Europäischen Union bis zu 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank gesetzlich geschützt sind. Also das sagt dieses Gesetz aus. Aber wir müssen es uns tatsächlich, und insofern hat dieser Zuschauer, der diesen Kommentar schrieb, nicht unrecht. Wir müssen genauer hinschauen. Dann ist beschrieben, wofür die Einlagensicherung gilt. Tagesgeld, Festgeld, Girokonten und so weiter. Und dann gibt es einen Hinweis, dass es in Deutschland auch weitere Einlagensicherungen gibt, zum Teil freiwillige Sicherungssysteme der Banken, wobei die sehr
skeptisch und zurückhaltend betrachtet werden müssen, weil die auch immer abhängig sind vom Kapital der Bank laut Bilanz. Und wenn natürlich eine Krise kommt, dann wird auch das schrumpfen und damit auch solche Sicherungen werden dann schrumpfen. Man schätzt, dass etwa 2000 Milliarden Euro, sprich 2 Billionen Euro Sparvermögen bei unterschiedlichsten Banken gelagert werden. Da sind die deutschen Sparweltmeister, das gibt es sonst fast nirgends, dass Geld einfach so auf Konten rumliegt. Diese 2000 Milliarden, die schaffen natürlich schon auch Begehrlichkeiten. Vor allen Dingen, wenn man die verwenden kann und am Schluss damit auch das Bankensystem zu retten oder zu stabilisieren. Und wenn wir dann noch auf die Billionen schauen, die an Immobilienwert da sind, dann werden die Begehrlichkeiten noch stärker. Übrigens, weil ich die letzten Male auch immer wieder Hinweise gab zum Lastenausgleichsgesetz und Zwangshypotheken, auch dazu erhielt ich einen Kommentar, den ich jetzt auf die Schnelle leider nicht gefunden habe. Und zwar schrieb ein Kommentator, ja, dass wenn es an die Immobilien geht, an die Häuser geht, dann wird der deutsche Michel schon aufwachen, das wird er sich nicht gefallen lassen. Ich bin hier sehr skeptisch, denn wenn ich sehe, wie der deutsche Michel mitspielt beim Maskentragen, dann glaube ich nicht, dass bei einer zwangsweisen Vermögensbelastung er sich hier recht viel anders verhält. Es ist dann nur die Frage, wie es dem Bürger verkauft wird. Also, aber das nur am Rande. Und nun, wie schaut es denn aus? Also bis 100.000 Euro sollen hier gesichert sein und nur alles, was drüber ist, ist gefährdet. Allerdings, und das ist ein wirklich wichtiger Satz, sofern die BaFin, also das Institut, welches schon bei Wirecard, die ja nun pleite sind, total versagt hat, trotz ihrer etwa 2.500 bestbezahlten Beamten. Ich habe die im vorletzten Video dort als Sesselfurzer bezeichnet, denn was anderes sind sie nicht, eine vollkommen überflüssige Behörde. Aber sofern diese BaFin einen Entschädigungsfall nach Einlagensicherungsgesetz feststellt, erfolgt die Entschädigung auf Basis der der Bank vorliegenden Informationen über den Einleger und dessen Einlagen durch die Einlagensicherungssysteme. Also ganz wichtig, damit diese Entschädigung erfolgt, und es ist ja dann erstmal Entschädigung, das heißt zunächst mal kann man ans Geld nicht hin, man ist abhängig davon, dass die Entschädigung erfolgt und diese Entschädigung erfolgt nur, wenn die BaFin den Entschädigungsfall feststellt. Man ist also davon abhängig, was diese Versager dann feststellen. Das wäre mir persönlich wesentlich zu gefährlich. Ich möchte hier noch einen Kommentar zitieren und zwar eine treue Zuschauerin aus den USA schrieb mir: Servus, lieber Herr Treppner und vielen Dank für Ihr Video. Ja, ich hatte schon länger das Gefühl, dass es in Deutschland zu einer sogenannten Volksenteignung kommen würde, wie damals in der DDR. Die grünen Gutmenschen, no comment, just amazing. Ich denke, es ist eine gute Idee, in Münzen zu investieren. Wir tun dies auch. Auch Immobilienkäufe im Ausland wie hier in Amerika wäre sicher eine Überlegung wert. Eine Ihrer Aussagen kann ich nicht nachvollziehen, lieber Herr Treppner. Sie meinten, man solle niemals mehr als 100.000 Euro auf dem Konto haben. Meines Erachtens sollte man niemals mehr als 5.000 Euro auf dem Konto haben. 100.000 Euro kann man doch mit hohen Interest Rates anlegen, also Zinsen, und für sich arbeiten lassen, ohne im Negativzins zu hängen. Wer so viel Geld auf die Bank legt, ist foolish. Cash Money zu horten ist das Dümmste, was man machen kann. Stets in wertsteigendes Investieren ist das einzige Mittel, der kommenden Inflation zu entfliehen. Dies allerdings ist meine einzige Nichtübereinstimmung zu all Ihren Aussagen und Darlegungen. Ganz liebe Grüße aus Kalifornien. Ja, liebe Zuschauerin, ich habe jetzt Ihren Kommentar hier auch vorgelesen, um die Sache wirklich zu klären, denn es scheint hier ein kleines Missverständnis vorzuliegen. Ich habe mich ja mit den 100.000 Euro Maximaleinlage auf das Einlagensicherungsgesetz bezogen und habe gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es günstiger ist, besser ist, sicherer ist, Geld im sogenannten Sondervermögen bei der Bank anzulegen, was eben Depots wären, was Aktien wären, was auch Anleihen sein könnten, was auch immer. Im Sondervermögen der Bank ist es nur bei der Bank verwaltet. Es bleibt im Vermögen vom Bankkunden und wäre im Falle einer Bankpleite nicht so leicht einziehbar, wie es auf dem Sparkonto
der Fall ist. Also ich habe mich darauf bezogen. Ansonsten bin auch ich der Meinung, auch ich finde, wenn jemand so viel Liquidität hat, sollte er es nicht so rumliegen lassen. Erstens kann man sich auf das Einlagensicherungsgesetz sowieso nicht verlassen. Und zum anderen ist da natürlich was dran. Die Gebühren, Negativzinsen sorgen ja nebst der Inflation zum Abschrumpfen dieses Kapitalstocks. Also das macht natürlich wenig Sinn. Und ich befürchte, ähnlich wie mir auch ein Zuschauer einen Hinweis gab oder sich entsprechend äußerte, diese 100.000 Euro wiegen natürlich die überwiegende Anzahl der Bankkunden in Sicherheit. Die meisten liegen ja da drunter mit dem, was bei der Bank liegen haben. Und insofern lassen die das eben auch beruhigt dort liegen, denn es gibt ja das Einlagensicherungsgesetz. Seien Sie sich aber bewusst darüber, die BaFin entscheidet, was mit dem Geld passiert, wenn wirklich alles mal rappelt. Und dann habe ich hier noch was gefunden aus der Zeitung Finanztipp. Und selbst die schreiben, auch wenn die zunehmende europäische Integration der Banken das Finanzsystem als Ganzes stärkt, so ist das doch keine Garantie dafür, dass die Sicherungssysteme im Entschädigungsfall funktionieren. Kommt es zu einer schweren Systemkrise im Bankensektor, dürften die zur Verfügung stehenden Mittel kaum ausreichen, um mehrere Großbanken zu retten. Also selbst die sind hier skeptisch im Falle einer schweren Systemkrise. Natürlich, das sagt man dann immer so locker, ja, nur dann, wenn wir eine schwere Systemkrise bekommen sollten. Ja, schauen wir mal auf die Konsequenzen dieses Shutdowns, der hier fast weltweit durchgeführt worden ist, der zu massiven Störungen in der Wirtschaft, zu massiven Rückgängen von Umsätzen und auch Steuern inzwischen geführt hat, was das für Auswirkungen auf die Unternehmen und auf die Banken in den nächsten Monaten haben wird. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Die EU-Regierungen haben sich ja zwischenzeitlich auf dieses Fiskalpaket geeinigt, die Finanzmärkte frohlocken. Aber nicht nur die EU-Regierungen haben sich da auf was geeinigt, sondern auch in den USA steht die Verabschiedung eines gigantischen Corona-Hilfspakets vor der Tür. Und dieses US-Hilfspaket soll laut dem US-Finanzminister ein Volumen von mindestens 1 Billion US-Dollar aufweisen. In den USA sollen diese Gelder hauptsächlich den Konsumsektor stimulieren. Das macht auch Sinn, denn 70% der amerikanischen Wirtschaft, des amerikanischen BIPs, werden durch den Konsum getragen. So, jetzt ist es doch zu laut geworden, zu viel Windgeräusche. Deshalb geht's jetzt als Podcast weiter. Mitte Juli 2020 belief sich die Neuverschuldung fürs Jahr 2020 der USA auf 3.331 Milliarden US-Dollar, sprich auf über 3,33 Billionen US-Dollar, was wiederum 15,5% des US-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Eine gigantische Größenordnung. In der EU hat man sich mittlerweile auf das größte Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Auslöser natürlich Covid-19. Das Gesamtvolumen dieses Finanzpakets beträgt rund 1,8 Billionen Euro. Davon gehen schon fast 1,1 Billionen drauf für den EU-Haushaltsrahmen von 2021 bis 2027. Und dann kommt noch hinzu der sogenannte Wiederaufbaufonds, was ja von der Formulierung her schon eine Frechheit ist, denn es war die Politik, die alles in Grund und Boden gerammt hat. Siehe Schweden, siehe auch einige Staaten in den USA, 8 oder 9 Staaten in den USA, die Wirtschaft nicht in den Shutdown gezwungen haben, die sogar Steuerüberschüsse haben. Na gut, jedenfalls für diesen sogenannten Wiederaufbaufonds werden 750 Milliarden geplant. 390 Milliarden davon sind Zuschüsse und 360 Milliarden Kredite. Darüber haben die jetzt angeblich in Brüssel 90 Stunden verhandelt, um über diese Aufteilung sich hier einig zu werden. Augenwischerei ohne Ende. Auf jeden Fall freuen sich
die südlichen EU-Staaten und auch Macron, denn Merkel hat hier gewaltige Zugeständnisse gemacht. Wir reden von 1,8 Billionen. Das entspricht schon knapp der kompletten Staatsverschuldung der BRD. Ich hatte es gerade schon angedeutet, es gibt einige Staaten, in denen die Volkswirtschaften nicht in den Lockdown gezwungen wurden. In Europa ist es Schweden und in den USA sind es 9 Bundesstaaten, bei denen dieser Shutdown ebenfalls nicht erzwungen wurde. Im Bundesstaat Süd-Dakota können deshalb die ganzen Ausgaben nun aus den normalen Steuereinnahmen bezahlt werden und der Staat hat sogar 19 Millionen US-Dollar zu viel eingezogen. Wie wir aus Europa wissen, verlief die Pandemie in Schweden ohne diesen Shutdown auch nicht schlimmer als in den anderen EU-Staaten. Nun beobachten wir, dass trotz dieser wirtschaftlichen Verkrüppelung die Aktienmärkte nahezu unbeeindruckt wieder durchgestartet sind und die Technologiebörse Nasdaq inzwischen sogar ein neues Allzeithoch erreicht hat. Wie kann das sein? Nun, wir wissen, dass die Fed, die US-Notenbank, seit März ihre Bilanzsumme um über 80% ausgeweitet hat. Und eine derartige Ausweitung führt zu einem Kaufkraftverlust von knapp 50%. Das heißt, in dem Moment, in dem die Ausweitung publik gemacht wird, sind natürlich viele Investoren da, die solche Vorgänge auch einschätzen können und wissen, dass aufgrund dieses Kaufkraftverfalls die Aktien in dem Moment noch günstig sind, weil sie den Kaufkraftverfall noch nicht mit eingepreist haben. Wenn man also dort schnell einkauft, dann schützt man sich auf diese Art vor Inflation. Und wie man sieht, sind die Aktien ja entsprechend gestiegen. Das heißt, dieser Kaufkraftschwund, der durch die enorme Geldmengenausweitung entsteht, wird an den Börsen vorweggenommen. Dieser Gelddruckerei ist übrigens bisher kein Ende gesetzt und es ist auch nichts absehbar. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass die Aktienmärkte noch einige Zeit sich nach oben bewegen. Was aber eben nichts anderes ist als eine Kompensation der gewachsenen Geldmenge. Also kein realer Anstieg, sondern schlicht nur ein Ausgleich des Kaufkraftverlusts und damit ein deutlicher Hinweis auf die Inflation. Und obwohl die Edelmetalle Gold und Silber bereits im letzten Jahr in einer Rallye waren und Gold um etwa 60% zugelegt hat, werden die Edelmetalle eben aus dem gleichen Grund wie die Aktien deutlich steigen und die Geldentwertung mehr als ausgleichen. Dieses Spielchen war bereits 2007 und 2008 zu beobachten. Allerdings gibt es diesmal in den USA einen deutlichen Unterschied zu 2008, denn 2008 ist das neu geschaffene Geld ausschließlich den Banken zugute gekommen. Dieses Mal wird es auch über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und Schecks direkt an die Bürger ausgezahlt. Somit ist die neu entstandene Geldmenge direkt beim Verbraucher verfügbar. Und das wird, sobald die Wirtschaft in den USA anfängt sich zu erholen und erste Anzeichen dafür gibt es schon, sich deutlich auf die Preise für Konsumgüter auswirken. Das US-Finanzministerium plant zusätzlich die sogenannten kleinen Corona-Hilfen den Schuldnern zu erlassen. Das sind Darlehen unter 150.000 US-Dollar. Das wiederum betrifft knapp 90% aller dieser Kredite. Der US-Finanzminister sagte außerdem wörtlich: Wir sind uns völlig einig, dass den am stärksten betroffenen Unternehmen ein zweiter Scheck zur Verfügung gestellt werden sollte und es sollte entsprechende Auflagen geben. Nun, mit all diesen Maßnahmen ist einer Abwertung sowohl des Dollars als auch des Euros nichts mehr entgegenzustellen. Es geht letztlich nur noch um die Sicherung der eigenen Ersparnisse und das wird zu
deutlichen Anstiegen von Gold- und Silberpreisen führen. Aktuell liegt Silber bei über 21 US-Dollar pro Unze und hat damit einen Höchstpreis seit rund 6 Jahren erreicht. Gold liegt bei über 1800 US-Dollar pro Unze, ist nur noch knapp von seinem Höchstpreis aus dem Jahr 2011 entfernt. Ein Hedgefondsmanager erklärte kürzlich bei Bloomberg, dass er aufgrund dieser Sachverhalte, die ich auch gerade schilderte, mit einem Goldpreis von 3.000 bis 5.000 Dollar innerhalb von 3 bis 5 Jahren rechnet. Der Einfachheit sage ich mal an der Stelle, er rechnet mit mehr als einer Verdoppelung. Und ich selbst würde das Silber mit noch mehr Preisanstieg veranschlagen. In derselben Zeit würde ich Silber bei etwa 50 bis 60 Dollar pro Feinunze sehen. Zwar ist Silber natürlich ein wichtiges Industriemetall, aber es ist eben auch Geld. Kürzlich hatte ich auf diesem Kanal ein Gespräch, da ging es unter anderem auch um Bitcoin. Und ja, natürlich, der Bitcoin hat seine Berechtigung. Überhaupt werden Kryptowährungen in naher Zukunft noch viel stärkere Beachtung finden. Dennoch gilt für mich, ich habe immer gerne ein paar Silbermünzen im direkten Zugriff. Stellen Sie sich vor, die Währung bricht zusammen oder wir kommen in eine Hyperinflation. In Ihrer Nähe gibt es einen Bauernhof, der unter anderem Gemüse anbaut, Nutztiere und Schlachttiere hält. Wenn zu diesem Bauern ich nun gehe mit ein paar Silbermünzen und ein anderer hingeht mit Bitcoin, was glauben Sie, wem dieser Bauer die Lebensmittel eher verkauft? Dem Bitcoin-Coin-Halter oder dem Silbermünzenhalter? Bei Gold habe ich ja auch im letzten Video schon darauf hingewiesen, wurde der wichtige Widerstand bei 1800 US-Dollar überwunden. Im Moment ist es noch zu früh, um sagen zu können, dass das ein wirklich nachhaltiger Ausbruch ist. Hier gilt jedoch für Menschen, die bisher überhaupt kein Gold gekauft haben, dass man kauft und nicht wartet, dass es zurückgeht, allerdings nur mit einem Teil des verfügbaren Geldes. Sollte der Preis zurückgehen, möglich sind, wären durchaus 1650 Dollar pro Unze, dann könnte man nachkaufen und hätte seinen Einkaufspreis im Schnitt verbessert. Oder wenn es nicht mehr zurückgeht, dann hat man zumindest zunächst schon mal für einen verhältnismäßig günstigen Preis eingekauft. Gold wird noch über Jahre seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel behalten. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass wenn Gold in etwa 3 bis 5 Jahren sehr, sehr teuer wird, auch hier die Begehrlichkeiten von Staaten wachsen werden. Und auch darauf sollte man sich vorbereiten. Genauso wie die Begehrlichkeiten auf die Sparvermögen und auf die Immobilien bereits gewachsen sind. Bei Sparvermögen heißt das Geld weg vom normalen Konto, besser hin in Depots. Bei Immobilien heißt das, man muss Burggräben um die Immobilie ziehen, damit der Zugriff hier erschwert wird. Die Burggräben sind natürlich bildlich zu verstehen, jedoch effektiv machbar, wenn man es richtig macht. Ein Hinweis noch zu Platin. Interessanterweise ist Platin relativ stabil, obwohl es ja ein Industriemetall ist und vor allen Dingen in der Kfz-Industrie sehr wichtig ist. Und so schlecht wie die Kfz-Industrie derzeit dasteht bei den Produktionsrückgängen, braucht niemand aus diesem Industriebereich Platin. Dennoch ist es relativ stabil. Allerdings muss man hier sehen, es ist wohl vor allen Dingen deshalb stabil, weil ein massiver Produktionseinbruch bei den Minen in Südafrika zu verzeichnen ist. Historisch betrachtet ist Platin sehr günstig. Allerdings würde ich kurzfristig hier nicht mit Preisanstiegen rechnen, sondern eher mit Rückgängen, weil es eben ein Industriemetall ist. Langfristig, damit meine ich aber einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, langfristig dürfte es sich hervorragend entwickeln und hat dann vielleicht sogar noch mehr Potenzial als Gold. Gold hat ja im Moment auch noch den Vorteil, dass es von der Umsatzsteuer befreit ist, was bei Platin eben nicht der Fall ist. Dann noch ein paar Seitenblicke in die aktuelle Mainstream-Presse. Da berichtete zum Beispiel Spiegel Online,
die wirre Welt der QAnon-Anhänger, Verschwörungsglaube heißt es noch über der Überschrift, seit Beginn der Corona-Krise verfallen auch Deutsche der QAnon-Bewegung. Warum folgen sie der abstrusen Theorie, dass eine globale Elite entführte Kinder zu Tode foltert? Und wie gefährlich ist das? Ja, das ist Spiegel. Ich schaue immer wieder ganz gern in Spiegel Online rein, obwohl ich niemandem ernsthaft empfehlen kann, das wirklich zu lesen. Ich mache es deshalb, um zu sehen, in welche Richtung wir getriggert werden sollen, in welche Richtung wir denken sollen. Nun ja, ich habe gerade zitiert, was ich da gelesen habe. Also, Spiegel Online fragt sich, wie kann das sein? Auf derselben Seite, auf der Startseite von Spiegel, fand man dann weiter unten einen Artikel mit dem Titel Missbrauchsskandal. So wurde Ghislaine Maxwell zu Epsteins wichtigster Helferin. Sie hatte beste Kontakte zur High Society, er das nötige Geld. Ghislaine Maxwell soll dem Sexstraftäter Jeffrey Epstein und seinen Freunden junge Mädchen zugeführt haben. Wer ist die Frau? Ja, man kann sich vor allen Dingen auch fragen, wer sind die Freunde? Viele Namen sind ja da schon im Umlauf. Nur, um wieder zu Spiegel zurückzukommen, das war auch so eine Geschichte, wo ich mir an den Kopf fassen musste. Wie blöd sind die denn? Oder für wie blöd halten die ihre Leser? Denn zuerst kommt in ihrem eigenen Schmierblatt die Frage, warum folgen diese QAnon-Anhänger abstrusen Theorien, wie das eine globale Elite Kinder entführt und so weiter. Spiegel Online selbst gibt auf derselben Seite die Antwort mit dem Artikel über Ghislaine Maxwell, in dem steht, dass ihr Freund Jeffrey Epstein, der Sexstraftäter, seinen Freunden junge Mädchen zugeführt hatte. Da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen und die Geschichte ist klar. Vielleicht sollten die Spiegelredakteure erstmal ihre eigenen Seiten sich ein bisschen genauer anschauen, bevor sie so einen Deppenmist in die Öffentlichkeit posaunen. Aber wir müssen es wohl positiv sehen, denn der Schwachsinn wird ja immer offensichtlicher. Schlafschafe, wie ja manche genannt werden, die es nicht erkennen, nun ja, die werden am Schluss dann eben geschoren. Abschließend noch ein paar Worte zu Donald Trump, denn hier erfahren wir ja durch unsere Qualitäts-Mainstream-Medien, dass er so gut wie keine Chance mehr hat, die Wahlen zu gewinnen. Wahrscheinlich deshalb, weil man in der BRD ununterbrochenes Trump-Bashing betreibt und irgendwie unsere Qualitätsmedien noch nicht erkannt haben, dass wir hier keine Wahlmöglichkeit oder die wenigsten von uns Wahlmöglichkeiten in den USA haben. Nur denke ich, man kann den Umfragen auch in den USA nicht mehr trauen, weil die Leute sehr vorsichtig sind, auch in dem, was sie äußern. Es spricht jedoch vieles dafür, dass Trump mit den nächsten Wahlen einen dammbruchartigen Sieg hinlegen wird. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ich möchte nur mal zwei nennen. Ein Grund ist natürlich sein Gegner Joe Biden, der nur das Beste für das amerikanische Volk möchte, absolut kompetent und volksnah ist. Bei ihm könnte schlimmstenfalls passieren, dass er den Wahltag verpasst, weil er nicht mehr sich erinnern konnte, wann dieser stattfindet. Ist ohnehin die Frage, wie lange er überhaupt als Kandidat noch gespielt wird und ab wann er von einem anderen Kandidaten oder Kandidatin abgelöst wird. Manche rechnen ja damit, dass Michelle Obama oder auch genannt Michael Obama ihn ablösen wird als Präsidentschaftskandidat. Allerdings haben sich die Demokraten und ihr tiefer Staat inzwischen so viele Beine gestellt, dass wohl kaum jemand aus diesen Reihen noch eine Chance auf einen Wahlsieg hat. Natürlich gibt es auch in den USA genügend Menschen, die Trump nicht mögen, die ihn normalerweise nicht wählen würden. Aber nach Klima- und CO2-Hysterie, nach Covid-19-Irrsinn und nun nach dem vom tiefen Staat und den Demokraten gesteuerten Black Lives Matter-Maßnahmen
steht selbst zu manchem Demokratenwähler nicht mehr der Sinn danach, Marxismus und Sozialismus mit dem damit verbundenen Chaos im eigenen Land einzuführen. Und die Demokraten haben sich hier insofern gerade mit Black Lives Matter ein eigenes Bein gestellt, weil immer mehr Wähler, die eigentlich die Demokraten wählen würden, vor denen flüchten und dann Trump als das kleinere Übel wählen werden. Man ist anscheinend auf der Seite der Demokraten inzwischen dermaßen verblödet, dass man diese Zusammenhänge gar nicht mehr erkennt und man auch gar nicht mehr erkennt, wie man damit Trump und seiner Mannschaft hinter ihm in die Karten spielt. Warten wir es ab. Ich wünsche ihm alles Gute für die Wahlen und für seine ganzen anderen Vorhaben. Immerhin ist es der einzige Präsident, der keine Kriege anfängt, auch ganz im Gegensatz zum Friedensnobelpreisträger Obama, der an jedem einzigen Tag seiner Amtszeit Bomben hat abwerfen lassen. Ja, soweit für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass die eine oder andere brauchbare, nützliche Information für Sie dabei war. Freue mich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und auch wenn Sie das Video teilen. Bitte teilen Sie das Video, das ist wichtig, damit hier möglichst viele Leute solche Informationen erhalten. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch und bedanke mich bei all jenen ganz, ganz herzlich, die uns auch in der letzten Woche wieder finanziell unterstützt haben. Sie machen es möglich, dass wir immer wieder diese Videos veröffentlichen können. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.